Was geschah wirklich an Bord von Flug 93? Wer waren die Attentäter? Wie reagierten die Passagiere? Wie kam es zum Absturz? Bibelsheim, ein Weinort in Rheinhessen. Heimat des Weinexperten Christian Adams. Für den Familienvater steht die Lese kurz bevor. Doch als Repräsentant des Deutschen Weininstituts muss er in die USA reisen. Zunächst nach New York. Hier beginnt am 10. September 2001 seine alljährliche Werbetour für den deutschen Wein. Schon am nächsten Morgen geht es für ihn und seine amerikanische Kollegin weiter nach San Francisco. Die Nacht verbringen sie in einem Hotel direkt am Flughafen. Carol Sullivan kennt Christian Adams seit vielen Jahren. Sie ist auf einem anderen Flug gebucht. Er ging dann auf sein Zimmer, aber nicht ohne einen seiner üblichen Witze. Mein Flug ging nämlich am nächsten Morgen um 7:45 und seiner erst um 8. Eigentlich wollten wir zusammen den Shuttle zum Flughafen nehmen. Beim Abschied scherzte er, dass er ja 15 Minuten länger schlafen könne als ich und wir uns daher kaum im Shuttle sehen würden. Also verabredeten wir uns für die Gepäckausgabe in San Francisco. Auch vier junge Männer haben die Nacht im selben Hotel verbracht. Sie treffen letzte Vorbereitungen für ihren Flug. Es ist der 11. September 2001. Drei der Männer sind Saudis. Ihr Anführer stammt aus dem Libanon. Ziad Jarrah. Der 26-Jährige lebt seit 1997 in Hamburg. Als Student. Er ist an der Fachhochschule am Berliner Tor eingeschrieben. Ziad Jarrah führt ein unauffälliges Studentenleben. Sein Studienschwerpunkt: Flugzeugbau. Er wohnt zur Untermiete und versteht sich bestens mit seiner Hauswirtin. Er war fröhlich, ausgesprochen fröhlich, muss ich sagen. Auch wenn mal Gäste waren, da haben wir ihn auch dazu gebeten. Und er war von allen geachtet und nett aufgenommen und erzählt. Und er war ja ganz ungezwungen. Er war ja ein wohlerzogener junger Mann. Newark, New Jersey, internationaler Flughafen. Auch an diesem wolkenlosen Morgen herrscht hier Hochbetrieb, wie überall an der Ostküste. Die Sicherheitskontrollen sind recht lax. Bis zu diesem Tag. Sogar Taschenmesser und Werkzeug sind an Bord erlaubt. Von den vier Arabern kann nur Ziad Jarrah ein Flugzeug steuern. Für das Ziel der Gruppe ist eines entscheidend. Ihr Anführer muss durch die Sicherheitskontrolle schlüpfen. Ziad Jarrah hat in Deutschland ein bürgerliches Leben gelebt. Doch dann beginnt er sich zu verändern. Er besucht regelmäßig die Hamburger Al-Quds-Moschee. Bekannt für ihre radikal-islamische Lehre. Der junge Libanese wird empfänglich für Hasspredigten gegen die westliche Zivilisation. Dann ist Jarrah plötzlich verschwunden. Er und seine Mitstreiter verbringen einige Zeit in Afghanistan, in Ausbildungslagern des Terrornetzwerks Al-Qaida. Sie haben sich einem Mann verschrieben, Osama bin Laden. Seine Anhänger nennen sich Heilige Krieger. Ab November 1999 lebt Ziad Jarrah 3 Monate lang am Hindukusch. Doch zu Hause ahnt niemand, wo er steckt. Afghanistan ist nicht angeklungen. Das hat nur Indien oder irgendwo gesagt, aber nicht Afghanistan. Afghanistan ist nicht gefallen. Da hätte ich auch mal ein bisschen nachgefragt, was machen Sie in Afghanistan? Nicht? Er hat immer gesagt, ich bin zu Hause gewesen. Nach der Kampfausbildung schickt Al-Qaida den Libanesen in die USA. Als Flugschüler nach Florida. Hier lernt er die Grundlagen der Fliegerei
in Theorie und Praxis. Der Unterricht dauert mehrere Monate. Siajara zeigt Talent. We had a guy here. Der war ein überdurchschnittlicher Flugschüler, bei uns allen sehr beliebt und geschätzt. Jara war freundlich und hilfsbereit, machte kaum Fehler und hatte Sinn für Humor. Er war wie geschaffen für die Fliegerei. That was airline material in every respect. Vier Al-Qaida-Kämpfer sind nun startklar für ihren United Airlines Flug Nummer 93 nach San Francisco. Ahmed Al-Nami, 23. Zaid Al-Ghamdi, 21. Ahmed Al-Hasnawi, 20. Alle drei aus Saudi-Arabien. Und der Libanese Ziad Samir Jara, 26. Ihr Ziel ist sorgfältig gewählt. Flug 93 fliegt quer durch Amerika von Küste zu Küste und ist deshalb vollgetankt. In den falschen Händen eine fliegende Bombe. Die Boeing 757 bietet mehr als 180 Sitzplätze. Doch an diesem Morgen gehen nur 37 Passagiere, unter ihnen der deutsche Christian Adams, an Bord, sowie die siebenköpfige Crew. Ein Passagier erreicht den Flieger auf den letzten Drücker, Mark Bingham. Der PR-Manager hatte bereits einen früheren Flug verschlafen. Mark kam immer in letzter Minute. Das hat er von mir geerbt. Er rannte die Gänge runter und durch die Sicherheitskontrolle. Für ihn war es wohl ein leichtes, die Damen am Gate zu erweichen. Sie haben für Mark extra noch einmal die Flugzeugtüren geöffnet. Rückblickend bricht es einem das Herz, nicht wahr? Die Gruppe um Ziad Jara fliegt erster Klasse und sitzt direkt hinter dem Cockpit. Von hier aus haben sie die beste Kontrolle. Pünktlich um 8.01 Uhr ist die United Airlines Maschine bereit zum Abflug. Doch der Start verzögert sich. Durch das starke Flugaufkommen über dem Luftraum stauen sich die Maschinen am Boden. Flug 93 muss sich gedulden. Die Verspätung ist ein Problem für Jarras Gruppe. Denn sie sollen zeitgleich mit drei anderen Al-Qaida-Teams zuschlagen. Um 8.14 Uhr wird American Airlines Flug 11 von Boston nach Los Angeles entführt. Von Jarras Komplizen Mohammed Atta. Die beiden kennen sich aus Hamburg, sind gleichzeitig in Florida ausgebildet worden und in Afghanistan, wo dieses Video entstanden ist. Atta macht an Bord seiner entführten Maschine eine Durchsage. Um 8.42 Uhr erhält United Airlines Flug 93 endlich Starterlaubnis mit 41 Minuten Verspätung. Der Zeitplan von Al-Qaida ist damit gescheitert. Ein simultaner Angriff nicht mehr möglich. Während die Maschine von Christian Adams zur Westküste aufbricht, kehrt Mohammed Atta bereits mit seinem entführten Flugzeug zurück zur Ostküste. Sein Ziel: Manhattan. Drei Minuten nach dem Start von Flug 93 steuert Mohammed Atta die Boeing 767 direkt in den Nordturm des World Trade Centers in New York mit 92 ahnungslosen Menschen an Bord. Wir dachten nur, wer in Gottes Namen fliegt wohl an einem solch klaren Tag in einen Wolkenkratzer? Wir hätten nicht im Traum an Vorsatz gedacht. Also ein Flieger stürzt ins World Trade Center. Das kann nur ein Kleinflugzeug gewesen sein und der Pilot ein kompletter Vollidiot. Es ist weder ein Kleinflugzeug, noch ist es Zufall. Unterdessen ist Manager Tom Burnett mit Flug 93 schon auf dem Heimflug nach San Francisco,
Der Vater von drei Mädchen will seine Familie überraschen und einen Tag früher von einer Geschäftsreise in New York heimkehren. Seine Ehefrau Dina weiß nichts von den geänderten Plänen ihres Mannes. I started preparing breakfast and when I saw Ich machte das Frühstück, als ich im Fernsehen vom Einschlag eines Flugzeugs ins World Trade Center erfuhr. Mein erster Gedanke war, wo ist Tom? Liegt sein Hotel in der Nähe des World Trade Centers? Könnte er etwa von herunterfallenden Trümmern getroffen sein? Ich dachte nicht im Traum daran, dass er vielleicht schon im Flieger sitzen könnte. Während Flug 93 mit Tom Burnett an Bord noch in der Startphase ist, nähert sich auch die zweite entführte Maschine Manhattan. Um 9.03 Uhr fliegt United Airlines Flug 175 mit 65 Menschen in den Südturm des World Trade Centers. Hier verlieren Tausende an diesem Tag ihr Leben. Mit einem Ohr hörte ich den Typen über Funk sagen, verdammte Scheiße, noch ein Flugzeugeinschlag oder sowas ähnliches. Ich dachte nur, oh mein Gott. Und dann wurde mir allmählich klar, das hier ist eine große Sache. Bestürzung auch bei der amerikanischen Luftfahrtbehörde. An seinem ersten Arbeitstag befürchtet der neue Leiter Ben Slimey das Schlimmste. Nach dem zweiten Einschlag hatte ich Angst, hunderte fliegender Bomben könnten in unserem Luftraum herumschwirren. Ich hatte ja keine Ahnung, wie viele Maschinen die Terroristen bereits tatsächlich in ihrer Gewalt hatten und wozu sie fähig sind. Auch die Mutter eines Passagiers von Flug 93 sorgt sich beim Anblick der Bilder aus New York. Wirklich beunruhigt war ich erst, als ich den Nordturm des World Trade Centers brennen sah und etwas auf den Südturm zuflog. Für mich sah das aus wie eine enorm tief fliegende Boeing 767. Und ich dachte nur, oh Gott, was ist denn das? Sie wird doch nicht. Und tatsächlich schlug die Maschine ein. Es war United Airlines Flug 175. Da kam mir erstmals der Gedanke, das könnte Marks Flug gewesen sein. Doch Mark Bingham und die anderen Passagiere von Flug 93 fliegen arglos in Richtung Westküste. Die Maschine hat inzwischen ihre Flughöhe von 10.500 Meter erreicht. Die Piloten haben keine Ahnung, welcher Horror sich gerade in Manhattan abspielt. Bis United Airlines all seine Besatzungen informiert. Um 9.26 Uhr reagiert Kapitän Jason Doll. Er bittet um Bestätigung der Warnung vor Eindringlingen ins Cockpit. Dies ist die letzte Meldung der beiden Piloten von Flug 93. Waren sie da schon nicht mehr allein? Viele dieser Attentäter hatten schon früher versucht, im Cockpit von Boeing 757 und 767 mitzufliegen. Sie stellten sich wohl als junge Piloten vor, die gerade ihre Flugausbildung abgeschlossen hätten und hofften selbst, bald diesen Flugzeugtyp zu fliegen. Ob einige Piloten sie nicht einfach vorne mitgenommen haben, auch wenn es gegen die Vorschrift ist? Ich weiß es nicht. Bis heute ist diese Frage ungeklärt. Sicher ist nur, Ziajarra war schon vor diesem Tag auf Langstreckenflügen gebucht. Wahrscheinlich, um die Gewohnheiten der Crews zu studieren. An der Flugschule in Florida vermisst man inzwischen den libanesischen Flugschüler. Er hatte seine gewerbliche Lizenz schon fast erworben. Jara wollte nur kurz das Land verlassen und dann aber wiederkommen, um seine Flugausbildung abzuschließen. Wir haben ihn hier nie wiedergesehen. Lange haben wir gerätselt, warum nicht? Ziajarra meldet sich noch einmal telefonisch aus den USA bei seiner alten Hauswirtin. Und dann fragte ich ihn noch, was er denn jetzt für ein Flugzeug fliegen kann. Ja, ich kann alle Flugzeuge fliegen. Ich sage, könnt ihr auch einen Airbus fliegen? Natürlich kann ich einen Airbus fliegen, sagte er mir da. Und ich habe so das Gefühl, dass er sich so ein bisschen verabschieden wollte von mir. Flug 93 nähert sich inzwischen Cleveland, Ohio.
Die Flughöhe beträgt unverändert 10.500 Meter. Gegen 9.28 Uhr, 46 Minuten nach dem Start, beginnt die Gruppe um Ziad Jarrah mit der Entführung. Wesentlich später als die Al-Qaida-Teams der anderen Flugzeuge. Der Grund für das Zögern bleibt bis heute unklar. In all dem Chaos gelingt einem Passagier ein Anruf. Um 9.30 Uhr meldet sich Tom Burnett bei seiner Frau Dina in Kalifornien. Das Gespräch dauert 28 Sekunden. Ich fragte, Tom, geht's dir gut? Und er antwortete, nein, gar nicht. Ich bin im United-Flug 93 von Newark nach San Francisco und die Maschine ist entführt worden. Ein Mann wurde bereits niedergestochen, gerade versuchen die Attentäter ins Cockpit zu kommen. Er bat mich, die Behörden zu alarmieren und legte auf. Ganz allmählich begriff ich, was da gerade im Fernsehen passierte, betraf nun auch mich. Im Luftkontrollzentrum Cleveland hört man die Schreie eines Piloten. Mayday, raus hier! Wie die Attentäter ins Cockpit eindringen, bleibt bis heute ungeklärt. Flug 93 fällt während des Gerangels im Cockpit zunächst um etwa 200 Meter. Offenbar gelingt es den Attentätern schnell, die Piloten auszuschalten. Bis zu diesem Tag war es nicht schwer, in ein Cockpit einzudringen. 10 Jahre lang hat unsere Flugsicherheitsbehörde die Fluggesellschaften gedrängt, Cockpit-Türen kugel- und einbruchsicher zu machen. Doch die Fluglinien, bedauerlicherweise auch United Airlines, für die ich gearbeitet habe, haben sich erfolgreich dagegen gewehrt. Daher waren diese Cockpit-Türen sehr dünn und zerbrechlich. Sie waren sogar absichtlich so gebaut, damit wir auch ohnmächtige Piloten im Zweifel bergen konnten. Die Cockpit-Türen waren leicht einzuschlagen. Klar hätte man die Türen verstärken sollen. Man hätte auch die Sicherheitskontrollen verbessern und noch tausend andere Sachen tun können. Es gibt immer Schlaumeier, die im Nachhinein schon alles vorher wussten. Ich habe das ganze Ausbildungsprogramm durchlaufen. Doch ich hätte niemals daran gedacht, dass ein Verrückter einmal ein Flugzeug entführen und in ein Hochhaus jagen würde. In meinen kühnsten Träumen hätte ich nicht geglaubt, dass jemand so ungeheuer böse sein kann. Ich habe wohl unterschätzt, wozu Menschen fähig sind. Um 9.32 Uhr hört ein Fluglotse im Luftkontrollzentrum Cleveland einen Funkspruch aus dem Cockpit von Flug 93. Es ist eine Durchsage von Ziad Jarrah gerichtet an die Passagiere und wohl irrtümlich übertragen. Ein Fluglotse bittet, die Nachricht zu wiederholen. Doch der Versuch scheitert. In dieser Situation versucht Ziad Jarrah, auf die Passagiere einzuwirken. Christian Adams, Tom Burnett, Mark Bingham und die anderen sollen glauben, sie seien Opfer einer ganz gewöhnlichen Flugzeugentführung. Doch die Wirklichkeit sieht anders aus. Amerika ist paralysiert. Jemand hat der Weltmacht den Krieg erklärt. Sie weiß nur noch nicht wer. United Flug 93 fliegt unverändert nach Westen in Richtung Cleveland. Und geht plötzlich in den Steigflug. Passagiere und Besatzungsmitglieder versuchen, Kontakt mit Menschen am Boden aufzunehmen. Auf inneramerikanischen Flügen sind Bordtelefone üblich. Diese Boeing 757 ist mit insgesamt 52 sogenannter Airphones ausgestattet. Aber nur 8 können gleichzeitig benutzt werden. Einige Passagiere versuchen, ihre Familien zu erreichen, so auch Mark Bingham. Um 9.37 Uhr ruft er seine Mutter an. Das Gespräch dauert knapp 3 Minuten.
Mark sagte zu mir, Mama, hier spricht Mark Bingham. Ich wollte dir nur sagen, dass ich dich liebe. Ich sitze im Flieger von Newark nach San Francisco. Und ein paar Männer haben das Flugzeug in ihre Gewalt gebracht. Sie sagen, sie hätten eine Bombe. Du glaubst mir doch, oder Mama? Das sagte er beinahe wortwörtlich. Und ich antwortete, natürlich glaube ich dir, Mark. Was sind das für Typen? Dann wurde er weggezogen, vermutlich von Tom Burnett. Kurz darauf meldet sich Tom Burnett zum zweiten Mal bei seiner Frau Dina. Während des Gesprächs ist die Maschine auf 12.000 Meter Flughöhe gestiegen. In dem einminütigen Telefonat wird Tom Burnett die Situation von Flug 93 klar. Nachdem ich ihm vom World Trade Center erzählt hatte, sagte er nur, das ist ein Selbstmordkommando. Dann drehte er sich weg und ich konnte hören, wie er mit den anderen Passagieren tuschelte. Er kam dann zurück ans Telefon und beruhigte mich, dass alles gut gehen und er sich bald wieder melden würde. Währenddessen ändert Zia Jarrah die Flugrichtung. Bei Cleveland verlässt er die ursprüngliche Route und nimmt nun Kurs auf Washington, D.C. Die 180-Grad-Wendung bleibt den Fluglotsen rätselhaft, bis Jarrah eine zweite Durchsage irrtümlich per Funk überträgt. Der Fluglotse wiederholt die Bombendrohung. Nun sind Jarrahs Absichten klar. Erneut misslingt die Kontaktaufnahme. Flug 93 reagiert nicht. Um 9.37 Uhr erreicht eine dritte entführte Maschine die amerikanische Hauptstadt. Die Boeing 757 stürzt mit 69 Menschen an Bord ins Pentagon. Das Verteidigungsministerium wird evakuiert. Doch viele Menschen sind eingeschlossen in dem brennenden Gebäude. Ich war überzeugt, dass die Pentagon-Maschine Toms Flug war. Ich sackte auf einen Stuhl und bekam einen furchtbaren Weinkrampf. Die Kinder dachten zunächst, ich mache einen Spaß. Dann kletterten sie auf meinen Schoß und merkten, dass ich tatsächlich weinte. Und dann klingelte es erneut. Das war Toms dritter Anruf. Überraschend meldet sich Tom Burnett aus der nun sinkenden Maschine. Dina Burnett spricht eine knappe Minute lang mit ihrem Mann. Es platzte gleich aus mir raus. Tom, wie geht's dir? Ich dachte, er hätte den Flugzeugabsturz überlebt. Aber er erwiderte, gar nicht gut. Also erzählte ich ihm vom Pentagon. Er schwieg ein paar Sekunden lang und sagte dann nur, okay. Im Pentagon, dem Herzen der amerikanischen Militärmacht, sterben 120 Menschen. Amerika hat den Angriffen dieses Morgens nichts entgegenzusetzen. Auch in Virginia, dem Sitz der nationalen Luftfahrtbehörde FAA, erkennt man jetzt den Ernst der Lage. Ben Sliney trifft eigenmächtig eine Entscheidung mit weitreichenden Konsequenzen. Ich überlegte gerade, alle Flugzeuge landen zu lassen, als ich vom Einschlag ins Pentagon erfuhr. Mir war sofort klar, nun musst du alle Maschinen zwingen, den nächsten Flughafen anzufliegen. Rückblickend hätte ich diese Entscheidung früher treffen sollen. Erstmals in der amerikanischen Geschichte werden alle Flughäfen geschlossen. Auch Carol Sullivans Flug nach San Francisco muss landen. Sie erfährt vom Schicksal ihres Kollegen Christian Adams. Wir mussten also in Grand Rapids runter. Neben mir saß eine Frau, die sehr erschüttert wirkte. Sie stammelte nur, es gab noch einen anderen Flug von Newark. Und der wird vermisst. Ich wusste sofort, was los war. I just knew immediately. 13 Minuten nach der Entführung, um 9.41 Uhr,
schaltet Zia Jarrah den Transponder aus. Nun ist die Maschine von der Flugsicherung kaum noch zu identifizieren. Flug 93 ist nun 37 Minuten Flugzeit von Washington entfernt und verliert weiterhin an Höhe. Jarrah lässt die Maschine innerhalb von 5 Minuten etwa 6000 Meter sinken. Absicht oder Unvermögen? Dann steigt das Flugzeug wieder. In dem Tumult versucht der Passagier Todd Beamer, seine schwangere Ehefrau zu erreichen. Ohne Erfolg. Stattdessen landet der Kundenberater einer Softwarefirma zufällig bei der Telefonvermittlung. Um 9.43 Uhr erreicht Todd Beamer die Telefonistin Lisa Jefferson. Diese ist plötzlich mitten in einem Drama. Ich konnte alles mit anhören. Der Flieger war mitten im Sturzflug und er rief, mein Gott, wir schmieren ab. Er schrie beinahe, wir schmieren ab. Nein, doch nicht. Alles klar, wir kommen wieder hoch. Ich hörte großen Tumult, viele Schreie und heftiges Weinen. Die Menschen schrien um ihr Leben. Die Passagiere scheinen zu ahnen, dass es keine Verhandlungen mehr geben wird und die Terroristen zu allem bereit sind. Jarrah verliert wieder an Flughöhe. Die Kontrolle der Maschine fällt ihm schwer. Noch nie hat er eine Passagiermaschine geflogen, nur im Flugsimulator. Um 9.49 Uhr erwägen Ben Sliney und seine Kollegen von der Nationalen Flugaufsicht, Hilfe des Militärs anzufordern. Für einen Abschuss von United Flug 93. Wir konnten die United-Maschine immer noch auf dem Radar verfolgen, denn sie flog nicht tiefer als 1500 Meter. Uns fehlten allerdings genaue Angaben. Dennoch wollten wir Kampfjets der US-Luftwaffe alarmieren. Sie hätten die Maschine über den Wäldern Pennsylvanias abfangen sollen. Doch an diesem 11. September funktioniert die Kommunikation zwischen Luftfahrtbehörde und Militär nicht. Bei den Dienststellen herrscht große Konfusion. Über Washington befinden sich schon zwei F-16-Kampfjets, die nach den früheren Anschlägen alarmiert worden sind. Allerdings haben die Piloten keine Ahnung, dass Flug 93 entführt wurde und sich der Hauptstadt nähert. Die Passagiere an Bord von Flug 93 sind nun völlig auf sich allein gestellt. Unterstützung von offizieller Seite können sie nicht erwarten. Der einzige Beistand kommt von den wenigen Menschen, mit denen sie per Telefon verbunden sind. Mein Bruder Vaughn riet mir, ruf ihn an und warne ihn vor den Terroristen. Er soll ein paar Leute zusammentrommeln und die Sache selbst in die Hand nehmen, denn von außen kommt sicher keine Hilfe mehr. Also rief ich Mark an. Doch sie erreicht nur seine Handy-Mailbox. Mark, this is your mom. It's 10:54 a.m. The news is that it's been hijacked by terrorists. They are planning to probably use the plane as a target to hit some site on the ground. If you possibly can, try to overpower these guys if you can, because they'll probably use the plane as a target. So I would say go ahead and do everything you can to overpower them, because they're hell-bent. I'll try to call me back if you can. Die Passagiere haben inzwischen verstanden, dass sie ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen müssen. Auch Todd Beamer vertraut sich seinem einzigen Kontakt zur Erde an. Er klagte, wer weiß, wohin die Reise geht und was diese Typen vorhaben. Er fragte mich, ob ich mit ihm das Vaterunser sprechen würde. Und dann haben wir gebetet. Dann erzählte er mir, dass er sich mit ein paar anderen zusammengetan hätte. Sie wollten den Typen mit der Bombe überwältigen. Die Passagiere warten nur auf den geeigneten Augenblick. Auch Tom Burnett erzählt seiner Frau von dem Plan, die Terroristen zu überwältigen. Sie vertraut darauf, dass der Plan aufgehen wird. Er konnte zwar kein Flugzeug fliegen, aber Tom war zu allem fähig. Ein Erfolgsmensch, was er auch anpackte.
And so if he Wenn er mir also sagte, hab keine Angst, alles wird gut, wir erobern die Maschine zurück, sag den Kindern, wir reden später, zum Abendessen bin ich wieder da, dann hatte ich keinen Grund daran zu zweifeln. Flug 93 ist nun über Pennsylvania und immer noch im Sinkflug. Um 9.56 Uhr, eine knappe halbe Stunde nach der Entführung, hat die Maschine nur noch eine Flughöhe von etwa 2.500 Meter. Drei der vier entführten Maschinen haben ihre Ziele schon getroffen. Jaras heilige Krieger sind nur noch 22 Minuten von Washington entfernt. Er erzählte mir, sie wollten den Mann mit der Bombe angreifen. Dann drehte er sich zu den anderen und fragte sie, seid ihr bereit? Okay, los geht's. Das waren seine letzten Worte. Was danach an Bord geschieht, lässt sich nur rekonstruieren. Monate später werden nur die engsten Angehörigen wie Alice Hoagland und Dina Burnett die Tonbandaufzeichnung aus dem Cockpit hören dürfen. Auf ihren Erinnerungen und Interpretationen basiert die Rekonstruktion der letzten Minuten von Flug 93. Ich hatte Toms Stimme seit Monaten nicht mehr gehört. Die Umstände waren mir völlig egal. Ich wollte ihn einfach nur wieder hören. Wir hörten Kampfszenen, Weinen, schreiende Menschen. Aber auch wie die Terroristen von den heranstürmenden Passagieren getötet wurden. Die Passagiere von Flug 93 lieferten sich wahre Faustkämpfe mit dem Terrorpiloten. In 500 Metern Flughöhe versuchte Ziad Jarrah, die kleine Gruppe von Angreifern abzuwehren, indem er die Flügel der Maschine hin und her schwang. Man konnte das Geschirr vom Servicewagen klirren hören. Und man hörte deutlich, wie der Wind unablässig über die Flügel der Maschine rauschte. Bei dieser Geschwindigkeit von knapp 1000 Stundenkilometern hätte das Flugzeug ja eigentlich auf 9000 Metern sein sollen. Tatsächlich flog es jedoch nur in 500 Metern Höhe. Man hörte vorne einen Terroristen rufen, kämpfen die etwa, wir müssen was tun. Zieh sie runter, ramm sie in den Boden, jetzt. Nein, erst wenn sie kommen, warte bis sie kommen. Und dann kamen sie. Dann stürmten sie nach vorne und man hörte den zweiten Attentäter wie wild gegen die Cockpit-Tür hämmern. Als ob er Zuflucht suchte vor der heranstürmenden Menge. Unsere Leute brüllten, ins Cockpit, sonst sterben wir. Und holt ihn euch. Und dann dieser Schrei des Entführers, den sie gerade umbrachten. Man hörte ein Geräusch, als würde der Servicewagen in die Cockpit-Tür gerammt. Es war wie ein Knall, auch viel Geschrei, als feuerten sie sich gegenseitig an. Man konnte hören, wie Geschirr zersprang. Leute stöhnten vor Anstrengung, so als würden sie alles geben. Dann nahmen die Geräusche zu. Vielleicht gelangten sie tatsächlich ins Cockpit, denn die Rufe unserer Jungs wurden lauter, als ob die Tür aufginge. Sie schafften es ins Cockpit, das konnte man hören. Auch bekam man den Eindruck, dass sie die Attentäter zwar überwältigen konnten, aber nicht genug Zeit blieb, um den Sturzflug noch zu stoppen. Und Kimmy Bevan denkt, es war ihr Mann Alan, der schreit, reiß sie hoch.
Pull it up. Als letztes hörte man auf der Tonbandaufzeichnung, wie Alan Bevin ruft, zieh sie hoch. Und damit hat er wohl kaum den Entführer gemeint, sondern einen der Passagiere, der vielleicht den Steuerknüppel in der Hand hielt. Nach dem Absturz hielt ich den Hörer noch 15 Minuten lang am Ohr. Ich konnte einfach nicht auflegen, sondern hoffte noch auf ein Lebenszeichen. Ich rief immer wieder seinen Namen. Irgendwann meinte ein Kollege, die Maschine sei verloren, ich solle auflegen. Doch solange der Absturz nicht gewiss war, konnte ich einfach nicht auflegen. Es war, als würde ich seinen Lebensfaden durchtrennen. Um 10.03 Uhr stürzt Flug 93 auf ein freies Feld bei Shanksville, nur 15 Flugminuten von der Hauptstadt entfernt. Ich war überzeugt, Tom würde sich wieder melden mit den Worten, mir geht es gut, ich bin sicher gelandet, bald bin ich wieder bei euch. Also wartete ich stundenlang in der Hoffnung auf seinen Anruf. Tom Burnetts Anruf kommt nicht. In Shanksville geht unterdessen ein Notruf ein. 911, your emergency. Oh my God, there was an airplane crash here by Shanksville Stony Creek School. Where is it at by the school? You come back Lambertville Road. I'm not even sure. All I see is near the school. It's coming out of the woods. That's all okay. I see. Okay. What's your name? Pluto. Okay, we'll send somebody out. Thank you. Thank hurry, you. Hurry. Bye. Fachleute halten es für wahrscheinlich, dass die Maschine durch die enormen Kräfte bei ihrem Sturzflug schon vor dem Aufprall zerbrochen ist. An der Absturzstelle ist kein größeres Flugzeugteil zu sehen. Nur ein tiefer Krater und viele kleine Teile. I think the devastation, you know, the fact that die Art der Verwüstung und dass die Maschine quasi verschwunden war und überall nur Bruchstücke rumlagen, waren sicher die Folge des enormen Aufpralls. Das hat sich bei mir eingebrannt. Das Bild der Zerstörung ist anders, als man es erwartet hätte. Dies nährt wilde Theorien rund um den Absturz von United Airlines Flug 93. Den Gerüchten zufolge wurde das Flugzeug von einem Militärjet abgeschossen. Doch die meisten Trümmer fanden sich rund um die Absturzstelle. Ich bin bis heute der Meinung, wäre das Flugzeug vom Himmel geholt worden, hätte es größere Wrackteile geben müssen und ein deutlich größeres Trümmerfeld. Die nächsten F-16-Kampfjets wären noch 150 Meilen entfernt gewesen. Die Luftwaffe hatte die Erlaubnis zum Abschuss erhalten, aber erst 28 Minuten nach dem Absturz von Flug 93. Der Kampfpilot kam gerade von einem Übungsflug zurück, als er vom Weißen Haus den Abschussbefehl für Flug 93 bekam. Er war weder bewaffnet, noch wusste er von den Entführungen oder Einschlägen in New York. Sein Kommandeur befahl ihm dafür zu sorgen, dass Flug 93 nicht näher als 100 Kilometer an die Hauptstadt herankam. Der Pilot sollte um jeden Preis verhindern, dass weitere Gebäude in Washington getroffen werden. Hätte Flug 93 Washington also nie erreicht? Der amerikanischen Hauptstadt ist auf jeden Fall ein zweiter Anschlag erspart geblieben. Doch das Trauma des 11. September wirkt bis heute nach. Heute blicke ich automatisch zum Himmel, wenn ich Flugzeuggeräusche höre. Früher habe ich das nie getan. Sie waren selbstverständlich. Doch diese Bilder werde ich nie wieder los. In Erinnerung bleiben nicht nur die dramatischen Bilder dieses Tages, sondern auch Hilflosigkeit und Ohnmacht. Es war so chaotisch. Wir hätten nie mit sowas gerechnet, waren einfach nicht vorbereitet. Und diese Entführungen sind auch deshalb so unfassbar, weil weder die Piloten noch Flugsicherung oder Militär Anweisungen hatten, wie sie damit umgehen sollten. Sie mussten improvisieren.
Auch für viele, die nicht direkt betroffen waren, markiert der 11. September einen Wendepunkt in ihrem Leben. Ich kann nicht mehr fliegen. Wenn ich in einen Flieger steige, sind die Ereignisse von damals sofort wieder da. Man nennt das wohl posttraumatisches Stresssyndrom. Auch die Flugschule in Florida leidet bis heute unter den Geschehnissen von damals. Und dem Ruf, den Todespiloten Ziad Jarrah ausgebildet zu haben. Als das FBI am nächsten Tag mit einem Foto von Ziad Jarrah vor mir stand und fragte, ob ich den kennen würde, habe ich natürlich ja gesagt. Ich war sicher, das ist ein Irrtum. Bei Jarrah hatte ich den Eindruck einer gefestigten Persönlichkeit. Ich war völlig überzeugt, man könnte ihm bedenkenlos Passagiere anvertrauen. Und genau das ist ja so schwer zu begreifen, dass er die Ausbildung hier an unserer Schule und in den USA als Waffe benutzt hat, um so viele unschuldige Menschen zu töten. In Hamburg quält Jarrahs Hauswirtin immer noch die Verwandlung ihres Untermieters. Vom lebensfrohen Studenten zum fanatischen Selbstmordattentäter. Er ist da reingerutscht, nach meiner Ansicht. Ist er nicht mit vollem Willen. Ich kann mir es eigentlich nicht vorstellen, weil ich ihn ja kenne, dass er da zum Mörder wird. Ich kann es immer noch nicht fassen. Unfassbar ist das Schicksal auch für die Familie des deutschen Opfers Christian Adams. Bis heute möchte sie nicht öffentlich über den Verlust des zweifachen Familienvaters sprechen. An der Absturzstelle in Shanksville, Pennsylvania, wird auch seiner gedacht. Kurz nach der Tragödie will Carol Sullivan Blumen pflanzen im Gedenken an Christian Adams und erinnert sich dabei an den trockenen Humor ihres Kollegen aus Deutschland. Als wir diesen steinharten Boden mit bloßen Händen aufgraben wollten, witzelte meine Kollegin: Ich höre Christian förmlich sagen, was macht ihr da eigentlich? Und warum habt ihr kein ordentliches Werkzeug? Uns liefen die Tränen und der Gedanke an Christian brachte uns zum Lachen, wie er sagen würde: Und? Was jetzt? Die Absturzstelle von Flug 93 ist zum Wallfahrtsort geworden. Täglich kommen bis zu 1000 Besucher. Eine nationale Gedenkstätte ist in Planung. Und für wildfremde Menschen sind die Opfer von Flug 93 schlicht Helden. Der Heldenmut der Passagiere von Flug 93, wie sie ihr Schicksal in die eigenen Hände nahmen und Widerstand leisteten, das berührt uns sehr. So mutig wären wir alle gerne. Ich ziehe meinen Hut vor diesen Leuten. Was sie getan haben, war unglaublich tapfer. Die letzten Minuten an Bord von United Flug 93. Die meisten der Hinterbliebenen können nur erahnen, wie sich ihre Frauen, Männer, Töchter und Söhne verhalten haben, was sie gedacht haben, wie sie sich gefühlt haben mögen. Andere, wie Dina Burnett und Alice Hoagland, haben mit ihren Liebsten an Bord noch sprechen können. Eine Art Abschied. Und dennoch. Kein Tag vergeht, an dem ich nicht daran denke. Es ist nun 7 Jahre her, ich habe wieder geheiratet. Und für meine Kinder gibt es Fotos, Videos und Erzählungen. Mein Leben ist nun völlig anders, aber ich denke jeden Tag daran. Dieser 11. September brachte nicht viel Gutes. Aber ein klein wenig doch. Und Flug 93 hatte viel mit diesen wenigen guten Dingen zu tun. Und dafür bin ich dankbar.